Heute die erste Reitstunde. Mila, endlich ist es soweit. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Ich auch. So, da vorne sehe ich schon die Reitlehrerin. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Geht da mal hin und dann hole ich euch nachher dann wieder ab. So, in ungefähr 2 Stunden bin ich wieder da, ne? Tschüss. Tschüss, Herr Jansen. Tschüss, Papa. Bis später. Guck mal, da vorne stehen schon die anderen Kinder. Meinst du, Frau Eselbein wird unsere Reitlehrerin sein? Weiß nicht. Hallo, ihr beiden. Hallo, Frau Eselbein. Schön, Sie zu sehen. So, dann sind wir jetzt vollzählig. Dann können wir jetzt loslegen. Vielleicht sagt ihr mal alle, wie ihr heißt. Also, ich bin Frau Eselbein, wer mich jetzt noch nicht kennt. Und wie heißt ihr? Ich bin Mila. Und ich bin Anna. Also, ich bin Ella. Und ich bin der Jonas. Und ich heiße Amelie. Dann kommt mal alle mit. Wir gehen jetzt zu den Ponys. Hallo Lisa. Hier sind unsere neuen Reitkinder. Hallo Kinder. Schön, dass ihr alle reiten lernen wollt. Ich bin eure Reitlehrerin und werde euch zeigen, wie man mit Pferden umgeht. Ihr könnt mich Lisa nennen. Eure Namen werde ich dann mit der Zeit auch noch lernen. Und jetzt kann sich jeder ein Pony aussuchen. Also ich würde gerne das Rotbraune nehmen. Und ich hätte gerne das Schwarz-Weiße. Ja, in Ordnung. Dann nimmt die Ponys an den Zügeln und geht schon mal Richtung Reitplatz. Lisa, wie heißt denn mein Pony? Dein Pony heißt Balu. Und meins? Dein Pony heißt Jackie. Komm, Jackie, dann gehen wir jetzt mal zum Reitplatz. Kann ich das Schwarze haben? Ja, klar, das heißt übrigens Blackie. Und ich nehme das hier, das ist so süß. Und ich hätte gerne dieses hier. Ja, das geht in Ordnung. Dann hat ja jeder ein Pony bekommen, das er sich gewünscht hat. Das hat ja super geklappt. Sehr schön. Dann nimm auch du dein Pony an den Zügeln und lass uns jetzt mit den anderen zum Reitplatz gehen. Mein Pony, das möchte gar nicht. Das möchte lieber grasen. Ja, so kennen wir sie. Das ist unsere störrische Blondie. Komm, ich helfe dir mal. Jetzt komm schon, Blondie. Fressen darfst du später. Jetzt musst du erstmal auf den Reitplatz. Danke, Frau Eselbein. Bitte, gern geschehen. Da reitet ja noch jemand. Ja, das ist die Nina. Aber die ist gleich fertig. Oh, die kann das aber schon richtig gut. Tor bitte auf. Viel Spaß, Kinder. Jetzt dürft ihr reingehen. So, zuerst erkläre ich euch, wie man auf ein Pferd aufsteigt. Man steigt von links auf das Pferd auf. Dafür nimmt man die Zügel in die linke Hand und stellt den linken Fuß in den Steigbügel. Gut am Sattel festhalten und dann das rechte Bein über das Pferd schwingen. Jetzt vorsichtig in den Sattel gleiten lassen. Und schon habt ihr es geschafft. Wieso steigt man von links auf? Das ist eine sehr gute Frage. Der Grund ist folgender. Früher hatten die Soldaten ihr Schwert auf der linken Seite. Und damit sie weder sich noch ihr Pferd beim Aufsteigen verletzen konnten, sind sie mit links aufgestiegen und konnten das rechte Bein problemlos über das Pferd schwingen, ohne dass das Schwert im Weg war. Manche sagen, dass es auch noch einen anderen Grund gibt, und zwar, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind und dass es für die einfacher ist, mit dem linken Fuß in den Steigbügel zu steigen und das rechte Bein über das Pferd zu schwingen, als umgekehrt. So, jetzt könnt ihr es mal versuchen. Ich helfe euch aber, wenn ihr es nicht schafft. Ich versuche es jetzt mal. So, linke Hand an die Zügel, linker Fuß in den Steigbügel und dann auf das Pferd. Super, das hast du sehr gut gemacht. Hast gut aufgepasst. Jetzt versuche ich es mal. Sehr gut. So, jetzt bist du dran. Super gemacht. Blondie grast schon wieder. Komm, ich helfe dir. Wenn man sitzt, hält man sich locker, aber aufrecht im Sattel. Das Gewicht wird von beiden Po-Hälften
und den Oberschenkeln getragen. Wichtig ist, dass man sich nicht am Pferd festklammert, sondern mit seinen Bewegungen mitschwingt. Los geht's. Langsam im Schritt im Kreis laufen. Und bitte nicht zu nah an den Vordermann. Manche Ponys mögen das nicht so gerne. Oh, das macht aber Spaß. Und denk dran, immer schön aufrecht sitzen. Für das erste Mal macht ihr das richtig gut. Können wir auch noch ein bisschen schneller reiten? Nein, heute noch nicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Erstmal müsst ihr lernen, sicher im Sattel zu sitzen. Ich denke, fürs erste Mal war das genug. Jetzt versucht euch mal in eine Reihe aufzustellen, damit ihr dann sicher vom Pferd steigen könnt. Das habt ihr sehr gut gemacht und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Na klar, das hat richtig Spaß gemacht. Beim Absteigen müsst ihr euch auch wieder am Sattel festhalten und auf der linken Seite absteigen. Sehr gut, Kinder, das habt ihr sehr gut gemacht. So, und jetzt führen wir die Ponys zusammen zum Putzplatz. Oh, dürfen wir die Ponys auch striegeln? Ja, klar, das müsst ihr sogar. Denn zum Reiten gehört auch, sich um das Pferd zu kümmern und es zu pflegen. Ich mache jetzt mal schnell das Tor auf. Malu, wir gehen dich jetzt putzen, das gefällt dir bestimmt. Hier könnt ihr die Ponys locker anbinden. Hier habe ich schon mal den Putzkasten für euch. Am besten, ihr nehmt eine Kardätsche und bürstet damit das Fell eures Ponys. Weiß denn jemand, wie eine Kardätsche aussieht? Ja, ich. Ja, genau. Da sollten genug für alle sein. Jeder kann sich eine nehmen und damit das Fell des Ponys striegeln. Ich bin fertig, hab die Kardätsche schon in den Putzkasten gelegt. Frau Eselbein, können wir dann das nächste Mal noch die Pferde satteln und den Zaumzeug dran machen? Ja, das wird euch Lisa das nächste Mal alles nochmal genau erklären. Heute hatte sie das schon alles fertig, aber beim nächsten Mal macht sie das mit euch. Ich glaube, da sind schon einige Eltern da. Wer jetzt schon abgeholt wird, dann sage ich demjenigen schon mal Tschüss. Bis nächste Woche. Mein Vater ist noch nicht da. Können wir vielleicht noch irgendwie helfen? Wenn ihr wollt, könnt ihr mal in den Stall zu Fred gehen und gucken, ob ihr ihm irgendwie zur Hand gehen könnt. Ja, das machen wir. Tschüss, Lisa. Tschüss, Frau Eselbein. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. Oh, ist das wieder anstrengend hier heute. Hoffentlich bin ich gleich fertig. Hallo, Fred. Können wir dir helfen? Das wäre ja nett von euch. Wenn ihr wollt, kann ja einer die Schubkarre zum Misthaufen fahren und der andere kann mir gerne hier noch helfen. Ich habe hier so viel Arbeit. Ich nehme die Schubkarre. Ah, da ist ja der Misthaufen. Oh, ist das wackelig hier auf dem Brett. Ah, auch Mist. Oh nein, jetzt bin ich auch noch in den Misthaufen gefallen. Oh, Anna, was ist mit dir passiert? Bist du etwa in den Misthaufen gefallen? Ja, Mila, bin ich. Oi, 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 wie siehst du denn aus? Bist du hingefallen? Ich weiß, das Schlimme ist, nichts passiert. Tschüss, Frau Eselbein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, die zwei. Mensch, Anna, was ist denn mit dir los? Wie siehst du überhaupt aus? Und wie riechst du? Papa, ich bin in den Misthaufen gefallen. Das riecht doch nach guter Landluft. Ist ein schöner Duft für dein Auto.